Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial über Embroideryware. Heute werden wir, beziehungsweise werde ich euch zeigen, wie ich es vorher schon versprochen habe, wie ich die Blume von mir gemacht habe. Wir werden die jetzt nicht komplett digitalisieren, aber ich werde jetzt einmal zeigen, wie quasi das Grundschema davon abgelaufen ist und wie ich es hingekriegt habe, dass sie doch, ich finde, schon ziemlich gut aussieht. Als allererstes kann man jetzt, je nachdem, was für ein Bild man hat, hier ist es jetzt, ich weiß nicht, wir können es mal probieren, sehr, sehr unüblich, dass so ein Bild jetzt zu digitalisieren, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin. Es muss auch eigentlich erstmal nicht hundertprozentig sein. Ich teste das mal mit dem Trace Feature, aber das sieht schon nicht so gut aus. Könnt ihr jetzt noch eine zweite Farbe dazu picken? Das wird schon wieder schwierig. Sollte aber klappen. Ja, das müsste gehen. Das müsste reichen. So. Wir brauchen erstmal irgendeine Outline für unsere Blume. Das ist soweit okay. Ich mache hier erstmal ein Fill Underlay draus, damit das sehr, ja. Ach, was hat er denn jetzt gemacht? Ja, auf das Bild wollte ich das nicht machen. Damit man erstmal als Unterlage ein sehr grobmaschiges Underlay hat. So habe ich das auch gemacht und dann werde ich das nochmal 90 Grad drehen, damit man so ein schönes Schachbrettmuster als Underlay hat. Man sollte natürlich jetzt hier darauf achten, dass die Jump Stitches nicht direkt, oder ja, damit die Sprungstiche hier nicht mitten durch das Bild gehen. Also ich werde das jetzt exemplarisch auch noch bei einem machen. Manuell. Nö, alles 0. Dann fangen wir bei 0 an. 1 ist richtig. Und dann nehmen wir die 5. Ich erkläre auch gleich komplett, warum. Ach, je. Das ist natürlich hier totales Kauderwelsch. Ich zeige einmal schnell, was ich damit bezwecken will. Und zwar, wenn wir jetzt von hier Ende, von der Sektion 5, zu Sektion 2 zum Beispiel gehen wollen und hier dann weiter sticken wollen, dann dürfen wir natürlich nicht, wie man das hier jetzt sieht, mitten durch das Bild gehen, weil es ja sehr grobmaschig ist. Wir wollen wie eventuell so ein bisschen von dem Underlay, also von dem Originalstoff noch durchschimmern haben. Also müssen wir hier einmal an der Outline herumgehen. Man kann auch ein bisschen nach innen gehen, weil die Outline wird fast komplett überstickt gleich. So, nur damit ihr das exemplarisch einmal seht. Zack, und kein, achso, hier muss ich ja Rechtsklick machen. Und ja, kein Stich geht mehr hier durch. Und somit wird es dann wesentlich schöner aussehen am Ende. Ja, hier sieht man jetzt schon, hier ist ein vernünftiges Schachbrettmuster. Man kann jetzt noch ein bisschen spielen mit der Dichte. Ja, wenn einem das doch zu weit auseinander ist, kann man nochmal auf 7 machen. Ich glaube, ich habe bei mir auch auf 7 gemacht. Und dann sucht man sich, so habe ich es gemacht, den hellsten Ton aus in der Rose. So, wir haben jetzt hier ein helles Rosa, sage ich jetzt mal. Ich bin ein Mann, verzeiht mir. Vielleicht ist es auch ein Fuchs, ja, für manche. Ja? ich nehme jetzt hier erstmal dieses helle Pink. Und jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ich mache das jetzt relativ schnell, weil das sind sehr viele Parts, die man hier machen muss und auch beachten muss. Jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu dem wichtigen Part, und zwar dem Schattieren. Wir müssen uns erstmal überlegen, was soll hier als Untergrund dann sein? Also welche Farbe soll
der Underground sein und welches dann das Highlight. Ich würde es jetzt hier, glaube ich, zuerst die dunklen Stellen machen und dann die hellen. Das machen wir jetzt auch mal. Da geht man, ich sag mal, grob hier lang, damit man diese dunklen Stellen, ich sag mal, irgendwie abbilden kann. Ja. Hier ist natürlich, ich habe mir natürlich gleich das schlimmste Blatt ausgesucht. Ach, ja. Das war dumm. Habe ich nicht drauf geachtet, wie viele Punkte ich gemacht habe. Machen wir nochmal. Ist ja nicht schlimm. Zack. Zack, zack. So. 2, 3 und wir machen jetzt das Blatt hier mal vorbei. So. Das werden wir jetzt nochmal ein bisschen hübsch machen. Könnt ihr jetzt hier auch einfach ein Tangent sagen. So finde ich schon mal ganz gut. So, jetzt sagen wir hier, das ist die dunkle Farbe. Und wir sagen jetzt zusätzlich noch. Moment, jetzt muss ich mir kurz überlegen, nicht, dass ich gerade Mist gemacht habe. Ja, ich habe Mist gemacht. Bei der dunklen Farbe, die muss ein bisschen überlappen. So, warum werdet ihr gleich sehen? So, also die dunkle Farbe größer machen, nach außen ziehen, damit die das helle quasi so ein bisschen überdeckt. Ja, so. So ist okay. Und jetzt machen wir bei der Blüte nochmal da drüber einen hellen Part. Den mache ich jetzt erstmal hier mit dem Linienwerkzeug. Weil ich damit gerade ein bisschen schönere Ergebnisse kriegen werde. Weil das, was wir machen wollen, das hat im Grunde kaum Rundungen gleich. Kann man natürlich mit dem Rundungswerkzeug, also mit dem Kurven-Satin-Stichwerkzeug auch machen. Aber wie man hier sieht, hier außen, das sind eigentlich fast alles gerade Linien. Klar, hier hat man so ein paar Rundungen, aber beim Ausgestickten erkennt man das eigentlich kaum noch. So, wichtig ist, dass das so ein bisschen überlappt hier. Ich bin hier viel zu weit schon vorne. Ja, mach ich mal so. Es soll ja hauptsächlich exemplarisch sein, damit ihr euch, damit ihr eine Idee kriegt, wie man sowas macht. Zeige euch natürlich nicht, wie man direkt hier Blumen, also eine komplette Blume fertig macht. Hier hat man natürlich jetzt gerade ein bisschen eine unschöne Stelle, finde ich. Da muss man noch ein bisschen, da muss man noch mal ran. Ja, da muss man das ein bisschen schöner ziehen und so, damit das ein bisschen aufgeteilt ist. Ja, so. Soweit, so gut. So, wenn man das jetzt wieder auf das Helle machen, sieht das natürlich beim 3D nicht so schön aus und auch noch nicht so realistisch. Dafür gibt es hier eine wunderschöne Option. Und zwar Random Edge Offset. Dieses Edge Offset heißt, ersetzt den Offset von der Edge. Ja, der Offset ist einfach, wie weit eine, also die Edge ist die Kante, ja, und der Offset ist, wie weit geht das nach draußen oder nach drin. Und wenn wir hier sagen Random, dann macht er zufallsgeneriert diesen Abstand. Und wenn wir jetzt sagen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Outside oder Inside auf 1 ist schon nur zu viel, 0,5. Dann geht er zufällig, macht er zufällige Stiche noch mit rein. Und hierdurch sollte ein bisschen weitergehen. Hier ist es jetzt natürlich nicht so schön. Da muss man halt wirklich ganz viel noch anpassen bei solchen Stellen. Aber durch sowas sieht man, da kriegt man sehr, sehr schöne Ergebnisse dann hin. Ich mache das mal als 3D einmal.
Und da sieht man schon, wie das dann hier wirken würde. Ausgestickt sieht das natürlich noch mal ganz anders aus. Ja. Und dadurch kriegt man halt wirklich wundervolle Effekte hin. Das Schöne hierbei ist halt, dass man einmal die Outline wirklich hart machen kann. Das kriegt eine richtig schöne harte Kante. Und das Innere wird halt, ja, diffus. Also es wird schön verwaschen, geht schön über. Dadurch kriegt man wirklich sehr, sehr schöne Farbübergänge hin. Das gleiche macht man natürlich jetzt dann mit dem nächsten Blatt. Zum Beispiel machen wir jetzt mal schnell exemplarisch nochmal hier drunter das. Das müsste hier irgendwie so lang gehen. Achso, rüber. Dahin. Dahin. So. So. Und so. Zack, das ist wieder das Dunkle. Ich weiß gerade nicht, welches ich gemacht habe. Ich glaube, das. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, nicht ganz. Wurscht. So. Jetzt nehme ich auch den richtigen. Zack. Meistens mache ich es sogar bei den Blüten so, dass ich hier nur Anfang, Ende und die Knicke mache. Dadurch kriegt man hier immer diese schönen Rundungen, 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 Rundungen. Also wenn man das Kurvenwerkzeug nimmt, geht das auch relativ gut. Dauert natürlich alles ein bisschen. Also ich will mal sagen, Blume ist jetzt nicht das Einfachste. Ja. So, machen jetzt mal quick and dirty. Zack. Das kommt wieder die helle Farbe. Man muss natürlich jetzt gucken, dass die Farben auch wirklich hell, die passenden sind. Ne? Das geht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, doch, das ist ein eigenes Blatt. Gut. Jetzt guckt man hier, dass das wirklich so ein bisschen überlappt. Also ein bisschen überlappen wäre schön. Dadurch blendet das auch wieder zusammen. Also verwäscht sich quasi mit der anderen Farbe. Das ergibt natürlich eine sehr dichte Stickdichte. Aber der Effekt ist einfach phänomenal dadurch. Da muss man halt aufpassen. Gegebenenfalls geht man hier mit dem Satin Spacing auf 5 hoch. Hatte ich bei mir, glaube ich, sogar auch gemacht. Auf 5 oder sogar auf 6. Dadurch, dass wir ein sehr dichtes oder ich sag mal, so ein weitmaschiges Underlay haben, als Schachbrettmuster oder Rautenmuster, wie man es auch immer nennen möchte, kann man hier relativ dünn sticken. Dadurch kriegt man trotzdem die Farbe von unten noch durch. Das ist halt wirklich ein Ausprobieren. Also ich hatte meine Blume damals auch, ich glaube, 30 Mal Probe gestickt, bis ich wirklich zufrieden war erst. Und das dauert halt, ne? Das ist normal. So, hier ist es nicht outside, hier ist es inside. Theoretisch würde sogar fast das reichen. Das gefällt mir natürlich nicht. Nein. So. Und so baut man sich dann seine Blätter auf. Wie schon gesagt, sehr mühselig, aber das Resultat wird es einem danken, weil es sieht einfach phänomenal gut aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt ein bisschen beibringen, wie ich meine Blume gemacht habe. In dem gleichen Stil habe ich im Übrigen auch das Blatt gemacht. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich das schnell. Habe ich das? Da. Genau, in dem gleichen Stil habe ich auch das Blatt gemacht. Hier sieht man schon, die Outline ist hart. Nach innen geht es also random. Hier sieht man im Hintergrund das Schachbrettmuster. Hier ist ein Satinstich mit random. Hier ist ein Satinstich mit random, also für den Stängel und so. Das wirkt einfach viel schöner dann bei sowas. Deswegen.
Probiert es einfach mal aus mit diesem Satin-Stich und dem Random Edge Offset. Und ja, postet einfach mal unter die Kommentare, was ihr so Schönes gemacht habt. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wie heißt es so schön? Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.